Für mich war immer klar, dass ich heute eine leitende Position habe. Ich glaube, ich war schon ein bisschen leider als Kind. Also, das sagt mir meine Mami. Dass ich ins Familienunternehmen einsteige, war nicht geplant. Dass das nie ein Thema war, ist ganz klar von meinen Eltern ausgekommen. Mein Vater erzählt uns immer, dass bei ihm der Weg wie vorgeplant war, dass er die Sägerei übernimmt. Und da hat er seine Kinder nicht so präsentieren. Er hat es offen lassen. Wir haben nie darüber geredet, ob er sich das erhofft hat. Ich höre einfach aus den Erzählungen heraus, dass er mit Sägereikollegen darüber geredet hat. Und die haben gesagt, ja, du hast ja sowieso nur Mädchen. Bei dir übernimmt eh nicht jemand von der Familie. Und das ist jetzt gerade ein Beispiel, wo jemand, der vier Buben hatte. Und diese Sägerei gibt es heute nicht mehr. Es gibt oft Diskussionen mit Kollegen, die sagen, du hast ja ins gemachte Nest hocken, du hast auch einen laufenden Betrieb übernehmen. Und wir mussten hier unsere eigene Firma selber auf die Beine stellen. Das ist viel härter und du hast es viel ringer. Und da habe ich dann manchmal schon ein leer geschluckt. Ich finde, jemand, der etwas Neues selber aufbauen kann, kann seine Ideen total umsetzen, kann machen, was er will. Und ich übernehme einfach 15 Leute und muss mit denen weiterarbeiten. Und es wird von einem erwartet, dass der Betrieb weiterläuft. Dass man ja, gleich weitermacht wie der Vater schon. Also man ist sich eigentlich, wenn man dann an die Größe wieder abläuft, eigentlich der Verantwortung bewusst. Alle Mitarbeiter, die die Größe unterwegs sind. Und dann weisst du, ja, musst eigentlich ständig wieder schauen, was kann ich noch verkaufen von diesen Biegen, die da rumstehen, dass es auch weiterläuft. Für mich war klar, wenn ich es mache, dann möchte ich die Ausbildung dazu haben, möchte die Anlagen kennen, ich möchte über das Holz viel wissen. Also ich möchte mir eigentlich die Akzeptanz im Betrieb selber erarbeiten. Schwierig kann vielleicht sein, dass man zum Teil so die Ansprüche der Eltern denen noch gerecht werden will. Man weiss ja, wie sie das Unternehmen geführt hat, was ihnen wichtig war, was sie für Werte hatten. Gleichzeitig will man aber etwas Neues wagen und das nachher einzubringen und einfach anders zu machen. Das macht einem manchmal vielleicht schon ein bisschen Mühe, um dann jemanden nicht zu verletzen oder nicht zu sagen, das war früher ein Zeichen. Ich habe es übernommen und von jetzt an muss ich es führen und ich muss die Entscheidungen fällen und ich muss hinter diesen Entscheidungen stehen. Ich habe sehr gutes Vertrauen in mich selber und ich denke, das spiegelt sich auch gegen aussen.